sehr erfahrene rot-signierte Schlaghaus um Lars Henning und Thorsten Hütz nach Zieleinlauf noch rüberlächeln kann zum Publikum, dann weiß man, die haben noch einige Pfeile im Köcher. Diese erfahrenen Recken der Sprintszene. Aber vielleicht kommt Hamburg auch wieder. Saisonbestleistung jetzt schon für den Hamburger Germania Ruderclub. Sie tun alles im Abstiegskampf. Und jetzt NRW Derby. Der letzte Einzügler wird gesucht für die Top 4. Mülheim oder Münster. Einer von beiden packt es noch zum großen Top 4 Rennen. Jetzt gilt es entweder Münster oder das Sprintteam aus Mülheim. Beide sind eine Kragenweite über 270 Meter und einer wird nur Platz 5 und 8 fahren und einer um den Gesamtsieg. Meter lang sind die Boote, 96 Kilo schwer, über 20 km/h schnell. Die schnellste muskelbetriebene Wassersportart, das ist der Ruderachter. Der Jakob! Der Sparkassenachter oder das Münsteraner Team mit dem blauen Stern. Wer packt es in die Top 4? Boah. Wenige Hundertstel Unterschied. Beide jubeln. Und das war mit bloßem Auge dicht zu sehen. Uwe Stöbe, Büro Messtechnik mit der Zielkamera, die bis auf eine Tausendstel Sekunde auflösen kann, misst jetzt aus, wer in den Top 4 dabei ist. Entweder das Sprintteam Mülheim oder der Münsterachter in der Mittagssonne von Hamburg. Einer mischt noch mit bei den großen Vieren heute. Hundertstel Vorsprung höre ich gerade für den Münsterachter. Münster unter den Top 4.